Es könnte Medaillen regnen bei den Jugendeuropameisterschaften, habe ich hier gestern angekündigt, als ich eine Partie von Lara Schulze gezeigt habe, die sich mit dem Sieg über die bis dahin Führende in eine tolle Position gebracht hatte, um Europameisterin zu werden. Da hatte ich auch schon erwähnt, dass Alexander Krastev in ebenso einer guten Position ist. Und ja, es regnet nicht nur Medaillen, es gibt Titel. Alexander Krastev, wir sehen ihn hier, ist seit gestern, seit Donnerstag Europameister in der U16. Und Lara Schulze hat es auch geschafft. Die ist Europameisterin in der U20 weiblich. Die haben beide ihr Turnier mit einem Remis beendet. Und aus Laras Sicht war schon ganz klar, dass das Remis reichen würde für den Titel. Bei Alexander musste dann auch ein bisschen zittern. Da habe ich gestaunt, dass er Remis macht, weil er stand eigentlich ganz gut. Aber er schien sich das irgendwie so ausgerechnet zu haben und er behielt ja auch am Ende recht. Auch in seinem Fall führte das zum Titel und insofern Riesengratulation vom Bodensee nach Solingen, an die SG Solingen, wo Alexander Krastev spielt und zu Werder Bremen, wo die Lara Schulze ihre schachliche Heimat hat. Weil Lara gestern schon dran war, zeige ich heute eine Partie von Alexander Krastev aus der Europameisterschaft. Eine Partie aus der sechsten Runde. Man sieht es hier schon, eine Gewinnpartie gegen Valentin Hulka aus der Ukraine. Gucken wir mal. E4, C5, Sizilianisch. Es wird dann aber eher ein geschlossener Sizilianer. Das sieht man so auf Vereinslevel eigentlich eher. So auf dem Meisterlevel nicht so oft. Außer in England oder in Großbritannien, da ist der geschlossene Sizilianer sehr, sehr populär. Da gibt's, ich glaube, den Grand Prix-Angriff nennen die das. Ich glaube, ist das sogar E4, C5, zweitens F4. Ich bin mir nicht sicher. Ich verstehe von Sizilianisch nicht so viel. Jedenfalls da ist das deutlich populärer als im Rest der Welt. Aber es ist giftig. Und es ist vor allen Dingen auf dem Club-Level giftig, vielleicht noch auf dem Valentin-Hulka-Level. Denn der Schwarze muss schon sehr genau wissen, was er tut. Wenn er das weiß, dann hat er beste Chance, ein gutes Spiel zu kriegen. 4 G6, Springer F3, Läufer G7, Läufer B5 Schach. Läufer B5 Schach möchte gerne Läufer D7 sehen. Warum? Sagen wir gleich, hier ist auch möglich, Springer C6 zu spielen. Weiß wird dann meistens auf C6 tauschen, häufig sofort und wird dann das Läuferpaar geben, dafür die etwas gesündere Struktur haben und sagen, dass das Läuferpaar des Schwarzen aufwiegt, mehr als aufwiegt. Schwarz entschied sich hier für den am häufigsten gespielten Zug Läufer D7 und den wird Weiß eher nicht tauschen, sondern Weiß spielt hier Läufer C4. Und das zeigt die Idee von Läufer B5 Schach. Die Idee ist, den schwarzen Läufer auf das Feld D7 zu locken, wo er nicht so richtig glücklich steht. Was in erster Linie damit zusammenhängt, dass die Dame jetzt nicht mehr auf der D-Linie unterwegs ist und den oft für Schwarz wünschenswerten zentralen Gegenstoß D5 behindert. Der Läufer D7 wird irgendwie nochmal ziehen und sich erklären müssen, denn auf D7 ist er nicht so glücklich aufgestellt. Und genau das hat Weiß mit seinem scheinbaren Tempoverlust Läufer B5 Schach und dann Läufer C4 erreicht. Springer C6, D3. A6. Das erschien mir ein bisschen langsam, aber die Maschine sagt, das ist total okay. Und es ist ja auch auf eine Weise logisch. Der Schwarze mit seiner langen Diagonale, der wird sich am Damenflügel ausbreiten wollen und hier ein bisschen Raum abgreifen, vielleicht Schwächen schaffen und dort Spiel finden. Und insofern passt A6 durchaus ins Konzept, denn das bereitet B5 vor. B5, Läufer B3, Springer D4. Springer D4 ist wahrscheinlich nicht so der Hit. Denn das führt schon fast zum Spiel auf ein Tor. Das gibt dem Weißen freie Hand. Schwarze sollte hier vielleicht über B4 nachdenken. Der kann vielleicht auch nachdenken. Darüber nachdenken, zumindest mittelfristig Springer A5 zu spielen und hier diesen gefährlichen Gesellen sich abzuholen, der ja wunderbare Sicht
auf den immer kritischen Punkt F7 hat und auf die kommende Rochadestellung des Schwarzen, dass der Schwarze kurz rochieren wird, ist hier schon abzusehen. Er hat ja am Damenflügel schon Lockerungsübungen absolviert, um sich da auszubreiten. Springer D4 ist wahrscheinlich nicht so toll. Man kann den Läufer rausnehmen. Schwarz nimmt den mit dem Bauern und träumt wahrscheinlich von der C-Linie und spielt gegen C2. Aber dazu kommt er gar nicht mehr. Springer E2, denn die Spannung im Zentrum, da ist jetzt aufgelöst und es liegt einfach in Luft, dass der Weiße, der spielt ja, hat ja ganz am Anfang F4 gespielt mit einer durchaus aggressiven Intention. Darum sage ich, das ist ja geschlossener Sizi, ist in allen Konstellationen immer gefährlich. Denn der Weiße will gegen den schwarzen König marschieren. Und das passiert jetzt gleich. Es wird jetzt fast immer im nächsten Zug F5 kommen. Schwarz spielt hier Springer H6, wo man meinen könnte, dass das gegen R5 gerichtet ist. Weil ja der Läufer und der Springer und der Bauer, der Schwarze ist ja dreimal auf diesem F5-Feld drauf. Tja, von wegen. Der Punkt ist, die Schwäche auf F7. Schwarz kann zwar nehmen, aber dann macht Weiß Springer G3. Und wird dann sofort oder später eben doch auf F5 zuschlagen und schon ist der schwarze Königsflügel ein bisschen aufgerissen und aufgeweicht, was dem Weißen mit seinen Intentionen gegen den schwarzen König natürlich sehr entgegenkommt. Aber es ist hier auch schon schwierig, was anderes zu machen. Wenn man hier einfach rochiert, das habe ich mal versucht, dann stellt sich natürlich die Frage, warum ist der Springer überhaupt nach H6 gegangen? Was ist seine Perspektive und sein Plan? Jetzt steht er da nur rum. Weiß hat hier das sehr schöne Dame E1. Die Dame H4 und dann hängt der Kollege schon. Und führt die stärkste Figur an den Angriff an den Königsflügel. Und wir sehen umso mehr, dass der Springer unglücklich postiert ist. Also wer seine Maschine fragt, die sagt, dass hier vielleicht König H8 und Dame H4 Springer G8 noch am besten ist für Schwarz, um irgendwie den Laden zusammenzuhalten und sich hier nicht noch weitere Blößen zu geben. Und das hält dann vielleicht auch für den Moment, aber es ist natürlich klar, dass das schwarze Konzept nicht so richtig erfolgreich war, wenn er sich schon so hinstellen muss. Naja, und wenn Schwarz hier stattdessen auf F5 nimmt, dann kommt Dame H4. Nach Springer G4 kann sich der Weiße eine Vielzahl von Möglichkeiten überlegen, wie er weitermacht. Der Läufer steht bereit, hier einzugreifen. Vielleicht geht es auch mal so weiter. Auch der Springer wird eine Angriffsfigur sein. Dieser Druck auf der Diagonalen ist weiter da und Weiß hat allerbeste Perspektiven, hier was gegen den schwarzen König aufzuziehen, während der Schwarze ja keine Perspektiven hat. Und seinen Traum auf der C-Linie gegen C2 zu spielen, kann er auch vergessen, denn der ist ja wunderbar gedeckt, solange der Läufer auf B3 steht und nicht nur eine Offensive, sondern im Zweifel auch noch eine defensive Funktion erfüllt. Darum hatte ich anfangs gesagt, es wäre durchaus im schwarzen Sinne gewesen zu versuchen, diesen Läufer loszuwerden und vom Brett zu nehmen, Springer A5. Naja, Schwarz nahm direkt auf F5 raus. Und Springer G3. Springer G4. Schwarz hat auch erkannt, der Springer H6 ist jetzt nicht so die glücklichste aller Gestalten. Aber nach Springer G4 schlägt es sofort ein. Jetzt wird's taktisch. Läufer schlägt F7. Der Punkt ist, dass nach König schlägt F7 der Springer auf G4 hängt. Gefesselt. Naja, und wir sehen jetzt umso mehr, wie alleine der schwarze König steht und wie ausgesetzt er dem weißen Feuer ist. Und das ist hier
Das ist hier schon eine Gewinnstellung für Weiß. Also so unter Menschen muss hier noch gespielt werden, aber die Maschine sagt, Weiß steht hier schon auf Gewinn und es ist auch klar, warum das so ist. Der schwarze König hat ein Riesenproblem. Und Alexander bringt das jetzt auch ganz sauber nach Hause. König G8, springe F5. Dame F5. Hier hätte ich gedacht, dass vielleicht Dame C8, ihren Turm C8, ne, träumt immer noch von C2. Ich hatte gedacht, dass vielleicht Dame C8 der kräftigere Versuch ist, um halt auch diese weißen Felder, auf denen sich die weiße Dame auszubreiten gedenkt, unter Kontrolle zu haben. Aber auch das geht nicht gut. Dame D5. Es ist wieder so, dass der Weiße hier jede Menge Perspektiven gegen den schwarzen König hat und der schwarze König wird nicht überleben. Also es ist hier schon guter Rat teuer. Schwarz hat hier Turm C8 gespielt und träumt ein bisschen vom Gegenspiel. Aber jetzt droht erstmal Matt. Läufer H6. Und wenn Schwarz nichts macht, kommt im nächsten Zug Dame E6 Matt. Insofern setzt sich der König in Bewegung, um das Feld E6 zu kontrollieren. Naja, aber dann ist er halt jetzt auf Wanderschaft. Und das ist natürlich nicht gut für einen König, wenn der auf Wanderschaft ist bei einem Brett, auf dem noch einige Figuren unterwegs sind. Sehr schön von Alexander, Läufer G7. Will jetzt hier diesen letzten Verteidiger eliminieren und dann den König zu Leibe rücken und nehmen darf man den Läufer natürlich nicht. Denn das ist matt. Schwarz spielt Turm G8, Läufer F6, EF, Dame F5, König E7. Das kann sich der Weiße schon aussuchen, nämlich auf F6 oder H7. Ist beides gut. Alexander schied sich für H7, Dame F5, F7, Dame D5, 7 und jetzt bricht der Alexander schon seinen Königsangriff ab und sagt, okay, ich habe jetzt so viel Bauern eingesammelt, das reicht doch. Und nimmt auf D4. Der Punkt ist, wenn Schwarz auf C2 nimmt, dann kann Weiß, das hat er getan, dann kann Weiß in ein einfach gewonnenes Endspiel überleiten. Dame F6, König D7, Dame D8. Und hier gab Schwarz schon auf. Denn wenn Schwarz jetzt zurücknimmt, egal wie, nehmen wir mit dem König, dann kommt Turm F2. Und dann ist hier alles gedeckt auf der zweiten Reihe. Und wenn wir dann Bauern zählen, dann zählen wir auf der weißen Seite 6 und auf der schwarzen Seite 3. Und so ein Turmendspiel oder Doppel-Turmendspiel im Moment mit 3 mehr Bauern ist natürlich einfach gewonnen. Ja, die marschieren los. Ohne Zweifel hat Weiß im Zentrum auch noch eine Majorität 2 gegen 1. Das sollte nicht mal ein technisches Problem sein. Das ist einfach gewonnen. Und darum gab Schwarz auf und Alexander Krastev war zu dem Zeitpunkt noch auf Medaillenkurs. Am Ende sollte er dann sogar den Titel gewinnen. Und wir haben jetzt zwei Europameister, Alexander Krastev und Lara Schulze. Herzlichen Glückwunsch. Es kommt auf der Website noch ein kleiner Bericht zur Europameisterschaft, den verlinke ich in den Kommentaren. Sobald er fertig ist, würde mich freuen, wenn ihr mal auf der Website vorbeischaut. Für den Moment erstmal vielen Dank fürs Zugucken.